Kommen Sie mich ja kurz an. In der neuen Wochenausgabe kümmern wir uns diesmal am Freitag. Kümmern wir uns am Freitag um die typischen Prospekte. Das betrifft allerdings nicht so viele. Pennymarkt, Kaufland und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gefrom, glaube ich. Und am Sonntag mit der Sonntagszeitung folgen ja dann Aldi, Lidl und Co. Ja, das werden wir jetzt im heutigen Format mal wieder durchgehen. Allerdings kein Stress. Schade. Was ist denn jetzt hier? Ja, das gleiche in Folie. So, und somit willkommen zu Lenk mich doch im Arsch, Stadtbomb. Micha kreuzt an. Heute erst natürlich mit dem Freitagsprogramm. Was ist das denn für ein Schimmel? Mit dem Freitagsprogramm, das heißt Einkaufakkut. CBD-Lösung, ja, Cannabis schmier ich mir so noch auf die Beine. Jetzt geht's aber los. Also, wir haben wie immer Baumarkt, nein. Real, garantiert nicht. Trinkgut, nein, haben wir nicht. Wir haben so gesehen dann haben wir den Pioniermarkt. Das ist mir immer ein bisschen schade. Gefrom ist diesmal noch nicht mehr dabei. Das heißt, wir haben einmal das Programm vom 20.07. bis 25. beziehungsweise vom, was steht's denn hier? Sakare. Vom 16. bis 22.07. Ja. Und da ich nie nach Kaufland gehe, bleibt uns noch Pennymarkt übrig. Und das sollte ja jetzt
Hoffentlich schnell gehen. Also wir müssen jetzt in 3 Minuten durch sein. Gut, das schaffen wir. Hätte ich mal nicht so geschlampt gerade. Naja, gucken wir mal. Baum, baum, baum. Gurken, Tomaten, nein, 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 nein. Tomaten, Tomaten noch. Tomaten, Paprika ist immer gut. Nehmen wir mit. Mit meinem Scheißhaufen, Kuli. Der irgendwie nicht richtig schreibt. Stell ich gerade fest. Boah, boah. Oh Mann, ei. Eieiei, das ist immer. So, schnell weiter im Programm. Ja, hier, Frühstückscheck. Ja, ich war letztes Mal um 20 Uhr da, weil es war der Stand 14 Uhr. Boing! Köln 36, Original aus Berlin, nein, Schweinefleisch widerlich. Mensch, ja, Fleischkäse widerlich, Geflügelfleisch, was die schreiben wir auf, weil der Hund die mal als Leckerchen kriegt, wenn man übt. So, Milch, Brie, Bistro, Salami-Back, 1,11 und 2 Pack, deine Oma. Ja, hör mal. Also vorher abspritzen, den Herrn stellen. Remoulade brauche ich, weil, wie gesagt, ich habe einfach keine mehr, schon ewig nicht mehr. Naja, Doppelkeks habe ich noch, null Zuckerscheiß, Sandwich-Eis und so, ein Dreckfresse. Oh, Schmelzkäse, ja, nehmen wir mal mit. Das Beste, wenn du, ohne Witz, wenn du einen Hawaii-Toast machst, dann musst du dir Schmelzkäse nehmen, weil mit normalen schmeckt es nicht so toll, Feierabend. So, ich bin ja fast, ich bin gut in der Zeit. Was ist wieder? Grana Padano, Mozzarella-Kugeln. 2 Mozzarella-Kugeln, 1,11. Das ist gut, denn im Normalfall kosten die 65 bis 69 Cent. Das sind wir dann gut dabei. So, Fertigsoßen brauchen wir nicht. Leider sehe ich hier keine fertigen. Oh, Olivenöl im Angebot. War ja klar, hab's gerade gekauft. Ein Wichs. Leider sehe ich hier keine Tortelloni gefüllt in fertig. Macht nix. San Pellegrino finde ich eklig. Non-Food-Artikel. Hier haben wir dann Wein. Da, San Fabio hieß es. Hab doch letztens in einem Video noch gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Oh, Penny Renny Produkte. Ich habe ja, ohne Witz, ich habe ja alle durchprobiert. Wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos verfolgt. Da habe ich wirklich alle durchprobiert. Was ist das? Pizzasnack? Nee, das kann nichts werden. Capri-Sonne etc. trinke ich hier nicht. Ich kaufe immer diese Orangentrinkpinkchen und Apfel. Die sind lecker. Die sind ganz oft im Angebot für 89 Cent. Da ist auch 2 Liter Saft. So kleine Trinkpäckchen, Küchen, Getränkemarkt. So, gucken wir mal. Samstag, lohnt sich da was? Mikado, Toblerone, Wurst? Nein, 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 nein. Schönen Tag noch. Oh Gott, Katze.